mbese n'ubu ngubu mezi ubereho turimo ntago ari myiza cyane. N'iyo nibutse iyo bavuze kujya gukoramo ndareba ntagera aho twari dutuye, amarira akaza nkarira. Ifoto ukuntu nayibonye yari iri mu mufuka, bakitwirukana yo yari iri mu mufuka. Nk'uko twari duhagaze dutya, n'iyi nzu yanjye nari narabyifotoje nyuma, ariko kandi yo isigara mu mufuka. Nta kindi kintu rwose nakuyemo uretse iyi radiyo n'ibigori ngibi hasi, urabona biranyanyagiye hasi, naho ubundi ibindi byahiriye mu nzu, ibigori imifuka icumi. Ubwo rero ni uko nayizanye. Bevor die Plantage 2001 angelegt wurde, wurden zwei Monate vorher die Menschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Es wurde ihnen Entschädigung zugesagt, Umsiedlung zugesagt. Doch das ist alles nicht eingetreten. Da die Menschen überhaupt nicht wussten, wohin sie gehen sollten, sind sie zu Hause geblieben. Und dann kam die ugandische Armee und hat die Leute gewaltsam vertrieben. Tubona imodoka ya gisirikare ifite abasirikare, indi ifite abaturage, ngira ngo ni abaturage, yuko ntabwo bari bambaye bya gisirikare, bafite imihini, bafite ubuhiri n'inkoni. Noneho bakaza bagera iwawe, ati aka kanya turavuze ngo muve aha ngaha. Uwari ufite ubuntu mu nzu yagira ngo ari gushashana kujya kubukuramo, ubu bakamukubita ibiboko akirukanka. Ubwana bwawe ufite ubwoba bukanyanyagira, waba ufite ihene ugashaka n'icyo urajyana kikayoberana. Ubwo inkoko zo zasigaraga aho ngaho, inzuki zo barazitwitse hamwe n'inzu yanjye. Bo imodoka yazanye abantu benshi, noneho bakagabana. Binjira buri rugo, noneho waratindiganyaga, wabura ukabona igitoki baragitema baterera ku modoka. Watindiganya waba ufite nk'ibiti bya fene, ukabona bamwe baciyeho ibiti bya fene bagaterera mu modoka, abandi bagakubita. Hazahariye urutoke, ikawa, amatungo, urugo rwose, inzu zose, nta kintu mbese nakuyemo. Ndetse hari n'umwana wapfuye twiruka. Haje ingabo bazana na gureda isindika intu za isindika amazu, ntiyabisinditse. Twe duhunze twirutse. Namaze kugira ngo ise n'intambara ibaye, ko ntaraba mu ntambara, tugeze aho tuza kumva twumva ko ari uwo muzungu ushaka guteramo ikawa. Nibabiteka ku muriro, mwari embuzi zange izi nabagambye ko izo nezigiramu. Sakala nakuruddamu olunaku gunda bunyungula maziga. Enyungula maziga bwe nasunguka eri nasula wano ku muti nga watalina kantu nga bwe tutudde bwe bitu, nateekawo ekikeekanga ekyo
Dieser Fall der Kaveri-Plantage ist einer der ersten gut dokumentierten Fälle von Landgrabbing. Das heißt, multinational aufgestellte Unternehmen und auch Regierungen nehmen Bevölkerung in Entwicklungsländern das Land weg, um für den Export zu produzieren. In diesem Falle der Vertreibung von über 2000 Menschen durch die ugandische Armee hat dazu geführt, dass diese Menschen sich nicht ausreichend selber ernähren können, weil ihnen ihr Land genommen wurde und das eine eindeutige Menschenrechtsverletzung ist. Bagiye gutwara inka umukecuru ati ati munsigireho imwe icyororo cyonyine ntabwo aho kugira ngo bakimusubize hari abasirikare bamukubita inkoni hariho n'imodoka ziri gusenya inzu zihirika ubwo umusaza ibibuye biba bimuguyeho turimo kumusohora mu nzu ubwo yamaze nk'iminsi itatu yonyine arapfa ko yapfuye umusaza agumaho bambe umukecuru agumaho agumaho bamukubise inkoni bamumena impyiko nyuma y'aho umukecuru amezi abiri arapfa ko yapfuye dusigaraho ko turi impfu kandi nabwo twabaga nko mu biti hari udupapuro baduhaga ngo tujye gufata imere bumwe ntituyibone mu bana batandatu nabwo inzara irangira turembya bari batoya babiri barapfa ngo dusigara turi abana bane kiriya gihe kiriya nari ndi mu kibanza cyanjye mfite ibyo kurya mfite inzu yanjye mfite umutekano n'amatungo ariko ubu ahandi ni ugufashwa bufashwa n'abantu mbese ndi mu buhungiro baguma batubwira tuzabishyura tuzabaha amasambu na n'ubu twaraherewe nta n'ikintu twari twabona kugeza na n'ubu Für uns hat sich jetzt ganz klar herausgestellt, dass erstens diese Vertreibung unrechtmäßig war. Die Leute hätten nicht vertrieben werden dürfen. Und zweitens ein Teil der Vertriebenen auf einem Land gelebt hat, was der Kaffeeplantage überhaupt nicht zusteht. These are my arguments. Which prove that I own the land on block 103. But afterwards I was evicted, forcibly evicted from that land. Naye ngitaka lyange ku bwange lya kitange zino z'endagaano za taata ze yagulirako ze nkutte era ye yennyini yali akyaliwo yabisiba mu 1964 Immediately after the official opening, the employees of Kaweri Coffee Plantation started cutting down all the crops, coffee trees, banana plants, and everything in the process of clearing the ground for them to start planting their coffee. That's why they are in court. We sued them because they participated in the actual eviction and destruction of my client's property.
Dieser Gerichtsprozess ist nach allen Regeln der Kunst verschleppt worden. Durch die Gerichte und aber auch durch Untätigkeit des Staatsanwaltes und auch dadurch, dass der rechtliche Vertreter der Firma Neumann dazu seine Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um das Verfahren zu verlangsamen oder zu stoppen. Wir brauchen ganz dringend, vor allen Dingen auch in allen Industrieländern, die rechtliche Möglichkeit, diese Unternehmen zu verklagen. Das heißt, Mutterunternehmen müssen für ihre Tochterunternehmen auch zur Rechenschaft gezogen werden können vor Gericht. Mutterunternehmen sahen zwar den Profit ab, aber stehen nicht für die Rechtsverletzungen gerade, die diese Tochterunternehmen verursachen. Ansasule ebintu byonna bye mbonyeebonyeemu okuva mu 2000 mugomo. N'eddembe ly'obuntu yalinnyonoobera. Sikyalina lyo.